Hallo, mein Name ist Laurenz Enser-Jedenastik und ich möchte heute ein paar Gedanken zum Thema Datenvisualisierung mit euch teilen. Warum überhaupt soll man Daten grafisch darstellen? Der Grund ist, dass Informationen für unser Gehirn so viel leichter zu verarbeiten sind. Ich helfe also meinem Publikum zu verstehen, was ich sagen möchte. Dazu ein Beispiel. Hier sieht man Daten zur Wahlbeteiligung bei der österreichischen Nationalratswahl seit 1945 dargestellt als Tabelle. Wenn man diese Tabelle anschaut, dann sind da 46 Zahlen drin, manche sogar mit Kommastellen. Und deswegen dauert es sehr, sehr lange, bis ich daraus ein Gesamtbild über die Entwicklung der Wahlbeteiligung zusammengereimt habe. Ich kann das Ganze aber auch als Liniendiagramm darstellen. Und dann habe ich auf den ersten Blick mein Gesamtbild, nämlich, dass diese Wahlbeteiligung im Zeitverlauf deutlich abnimmt. Mein Gehirn braucht viel weniger Zeit und viel weniger Aufwand, um die Kernaussage aus den Daten herauszulesen. Natürlich hat diese grafische Darstellung auch Nachteile. Wenn jemand zum Beispiel die genaue Wahlbeteiligung in einem bestimmten Jahr wissen möchte, das geht dann jetzt nicht mehr. Aber wenn es um die Kernaussage geht, darum, was bestimmte Daten im Grunde vermitteln, dann ist die grafische Darstellung jedenfalls besser. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten, wie man einen Datensatz grafisch darstellen kann. Und der Fantasie sind da praktisch überhaupt keine Grenzen gesetzt. Daher sollten wir aber eine Grundregel der Datenvisualisierung auf jeden Fall beherzigen. Und die heißt Maximize the Data Ink Ratio, wobei Ink nichts anderes bedeutet als Tinte oder Farbe. Die Data Ink Ratio, die hat der amerikanische Statistiker Edward Tufte erfunden und sie wird so definiert. Die Data Ink Ratio ist sozusagen das Data Ink dividiert durch Total Ink Used in the Graphic, also die Menge an Tinte, die allein die Daten darstellt, geteilt durch die Gesamtmenge der Tinte oder Farbe, die in der Grafik verwendet wird. Die Devise lautet also, weniger ist mehr und alles, was überflüssig ist, alle Elemente, die man eigentlich nicht braucht, die keine notwendige Information vermitteln, die können weg. Hier ein Beispiel, damit das Konzept ein bisschen klarer wird. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die im März 2022 veröffentlicht worden ist. Und wenn ich diese Grafik anschaue, dann ist das jetzt kein großes Problem, das Ergebnis der Umfrage zu erkennen. Aber wenn man genauer hinschaut, entdeckt man eine Menge Elemente in der Grafik, die komplett überflüssig sind. Problem Nummer 1. Warum ist die Grafik in 3D gehalten? Diese Extra-Dimension, die bringt mir überhaupt keinen Informationsgehalt. Problem Nummer 2. Der blaue Hintergrund und die Hilfslinien, auch die stören nur. Und Problem Nummer 3. Die Legende rechts, die verdoppelt einfach nur die Informationen, die sowieso unten schon stehen. Wenn man also alles entfernt, was überflüssig ist, dann schaut die Grafik so aus. Man braucht nicht einmal mehr die vertikale Achse links, weil die Säulen ohnehin direkt beschriftet werden können mit den Prozentwerten. Nur mehr das Wesentliche steht jetzt da. Die Data Ink Ratio ist jetzt also viel höher als zuvor. Das waren ein paar kleine Anregungen zur Datenvisualisierung. Danke für die Aufmerksamkeit und viel Spaß beim Selbstausprobieren.